Herzlich willkommen zu diesem OnMind-Webinar zum Thema Zeitreisen. Es ist mir gerade ein Anliegen, das zu machen, weil ich selber halt gerade sehr, sehr intensiv wieder etwas erlebe und ich es gerade für sinnvoll halte, meine Gedanken dazu hier einfach mal für uns alle, die interessiert an diesem Thema sind, festzuhalten. Für alle anderen wird jetzt ein Haufen wirres Gerede kommen. Aber wenn ihr dieses Video eingeschaltet habt, weil der Titel euch interessiert hat, dann versucht trotzdem einfach mal bis zum Ende zuzuhören. Und vielleicht findet da ja doch was drin. Mir ist nämlich da ganz was Tolles passiert. Und zwar bin ich, auch wenn das schon ein paar Jahre alt ist, naja, es gab es halt im, im App Store, gab es umsonst zum Runterladen den ersten Teil von Life is Strange, welches, für die, die es nicht kennen, ein Computerspiel ist, in dem man mit anderen Menschen interagiert. Man kann die Leute angucken und ansprechen und vor allen Dingen immer wieder unterschiedlich sich verhalten. Und, ganz besonders in dem Spiel, wenn die Konsequenzen meiner Handlung sich als ungut erweisen, dann kann ich bis zu meiner letzten Aktion oder ein kleines bisschen drüber hinaus sogar noch die Zeit zurückdrehen und mich dann anders verhalten, wodurch ich die Zukunft beeinflussen kann. Ich habe dieses Spiel runtergeladen und habe es mit Begeisterung gespielt und es wirkt seitdem in mir, ich komme irgendwie nicht mehr raus, weil ich so viele Parallelen zu meinem Leben und zu meinen Erlebnissen in den letzten paar Jahren gefunden habe, die es mir gerade ermöglichen, gewisse Dinge viel klarer auszudrücken. In 2020 lernen wir, dass Zeit nicht linear abläuft, sondern eben es ein Raumzeitkontinuum gibt, das endlos und ewig ist. Das heißt, innerhalb dieses Zeitraums können wir uns bewegen und nicht nur mit unserem physischen Körper, sondern vor allen Dingen eben mit unserem Bewusstsein. Und darum geht es ja hier. Wir sind jetzt langsam, haben wir kapiert, dass wir nicht einfach nur unser Körper sind, sondern wir, etwas in uns ist, das etwas tut. So, und bei all dem, was jetzt kommt, braucht ihr quasi gar nichts anderes zu machen, als einfach nur zu beobachten. Das, was ich sage, als Algorithmus nehmen, als Suchmaske, die ihr über euer eigenes Leben, eure eigenen Erfahrungen legt und einfach mal abgleicht. Das ist, wie das sehr, sehr oft passiert, eigentlich immer, weil wir immer nach gewissen Algorithmen, also nach gewissen Suchmasken, unseren eigenen Filtern alles wahrnehmen und dekodieren und es so zu unserer Wahrnehmung machen. Aber in Bezug auf Zeitreisen ist halt eben sehr wichtig zu verstehen, dass wir uns nicht in einer Realität befinden, in der wir unseren physischen Körper, so wie wir das gewohnt sind, wahrnehmen, weil das nämlich auch nur eine Realität ist, in der wir uns treffen, um genau das tun zu können. Wodurch dann halt eben der Eindruck entsteht, dass Zeit linear abläuft. Aber schaut genau hin, weil genau das tut es ja nicht. Zeit läuft nicht linear ab. Was bedeutet das? Zeit ist relativ. Das bedeutet, dass jeder die auf seine ganz eigene Weise wahrnimmt. Und für mich kann eine Stunde unendlich lang sein oder sehr, sehr kurz.
Kommt immer drauf an, wo ich mit meinem Bewusstsein gerade bin. Meistens, wenn ich mit meinem Bewusstsein bei dem bin, was ich vor der Nase habe, vergeht die Zeit meist sehr schnell. Bin ich mit meinem Bewusstsein irgendwo anders, vergeht die ganz anders. Da kann ich wirklich teilweise 36 Stunden in einer anderen Realität verbringen, während hier gerade mal 20 Minuten verstreichen. So, und das ist das, was mir halt bei dieser Geschichte, bei diesem Erlebnis passiert ist, woraus ich dann den Roman 2020, Die neue Erde, geschrieben habe. Wie gesagt, ne, mir ist das selber passiert, der Nathan ist mein Jack, wenn man so will, und ja, ich habe das halt eben als Buch dann verfasst. Und das war jetzt nicht unbedingt ein absoluter 1:1 Abgleich dessen, was ich erlebt habe. Und wie das so zum Beispiel ist, wenn man sich in anderen Realitäten bewegt, je nachdem, wie bewusst man da gerade ist, gewisse Sachen hierher mit als Erinnerung nehmen kann, die aber andere Sachen hier ausgeblendet sind. Wie viele Leute können sich zwischendurch an ihre Träume nicht erinnern? So, und ich kann mich bei weitem auch nicht an alles erinnern. Da kommen wir aber später zu. Und so war das halt aber da für mich auch. Ich hab halt eine chronologische Abfolge von Erinnerungen über diese 36 Stunden, die komplette Geschichte. Also so, als hätte ich einen Traum 36 Stunden bewusst geträumt und wäre auch bewusst aus diesem Traum wieder rausgekommen. An genau der Stelle, als ich da auf dem Handtuch lag, habe ich eine Zeitreise gemacht. Und jetzt kann ich das auch besser erklären, auch anhand dieses Spiels. Wenn ihr es nicht kennt, guckt einfach beim Gronkh, der spielt es auch vor, und dann, oder was, Let's Player eurer Wahl, die einfach Life is Strange, den ersten Teil, gespielt haben. Und ich habe nämlich die Videos von Gronkh noch gar nicht gesehen gehabt, sonst wäre ich da wahrscheinlich viel eher drauf gekommen, aber ich sollte das wahrscheinlich selber spielen. Hat sich zumindest ja so ergeben, dann sehe ich dann einen Sinn drin. Mir passiert das sehr, sehr häufig, dass ich die Zeit zurückspulen kann. Und ab dem Moment, wo es dann wieder für alle wahrnehmbar ist, wie in dem Spiel, den Handlungsverlauf weiterverfolgen kann. Mir passiert das sehr häufig mittlerweile. Mir ist das eigentlich immer passiert. Ich habe es nur früher, weil ich überhaupt nicht aufmerksam war und auf diese Sachen gar nicht geachtet habe. Boah, sagt das Universum, aufpassen. Gar nicht drauf geachtet habe. Das war immer da. Achtet selbst drauf. Beobachtet es selber. Oftmals steht ihr an einem Punkt, an dem Handlungsbedarf ist und ihr im Begriff seid, eine Aktion durchzuführen. Ich habe, weil meine Zeit eben nicht linear nach Taktung abläuft, sondern real die Möglichkeit, die Zeit für mich kurz anzuhalten, in meinem Kopf wesentlich schneller zu sein, als die Materie überhaupt folgen kann, und in einer anderen Realität dem Realitätshandlungsstrang zu folgen, woraus ich Konsequenzen vorhersehen oder erahnen kann, die mir ein ungutes Gefühl verpassen und ich dann weiß, da lieber nicht lang, respektive, wenn ich da was erlebe, was ich erleben will, in diese Richtung sehr wohl genau zu gehen. Und dabei brauche ich immer nur meinen nächsten Schritt im Auge zu behalten. Nichts anderes ist wichtig. Immer nur der nächste Schritt. Aber bevor ich irgendwas mache, passiert das. Sehe ich, was für Konsequenzen das haben kann, und dann kann ich selber entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Wie in diesem Spiel. Genauso. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich dieses Spiel jetzt auch mal gespielt habe und das am Computer so gemacht habe und dann gesehen, Alter, so, genau so machst du das die ganze Zeit. Jetzt habe ich wirklich was, wo ich Leertaste drücken und schon bin ich wieder im Hier und Jetzt und weiß, da gehe ich gerade definitiv nicht lang. Eigentlich gibt es bei jedem Schritt, den man machen kann, so einen Wust von Schildern in alle Richtungen, und meistens ist ein grünes dabei,
vielleicht auch zwei, drei und die anderen sind alle rot. Da weiß ich relativ, da muss ich, wuff, dann ist das da. Deswegen. Zeit vergeht relativ. Seitdem ich bewusster lebe, erlebe ich auch viel, viel mehr. Ich erinnere mich gerade an einen Freund, der 3 Wochen im Koma gelegen hat, der aber vollständige Erinnerungen auf 3 Jahre hat, die der derweil verlebt hat. Und dann auf einmal dann wieder 3 Wochen nach seinem Unfall da gelegen hat. Und solche Sachen habe ich halt auch schon mehrfach durch. Ich konnte es nur nicht erklären. Jetzt kann ich es erklären. Ich kann genau erklären, wie ich es anwende. Ne, wär's, also ich, so mache ich das. Guckt euch Life is Strange an, wenn ihr dieses Tool auch nutzen wollt. Guckt, dass ihr versteht, wie ich es verwende. Achtet drauf. Und dann ist das was, was ihr euch einfach ganz normal holen könnt. Das kostet keinen Cent. Also ihr braucht, wie gesagt, das Spiel gar nicht mal unbedingt wahrscheinlich selber zu spielen, um zu verstehen, was ich da gerade meine. Und dann könnt ihr das genauso wie ich jetzt bewusst und aktiv anwenden. Jeden Tag achte ich gerade, deswegen ist es mir jetzt auch aufgefallen, so oh krass, das ist so boom und bist du wieder da. Und das macht dein Leben um einiges bewusster, weil du auf einmal anfängst zu beobachten und zu kontrollieren und selber die Entscheidung zu treffen, was deine Hände als nächstes tun. So, nachdem ich diese Erfahrung im Jahr 2020 hatte und dann wieder zurück in 2015 war, war für mich sowas von klar, in welche Richtung meine nächsten Schritte gehen würden. Da war es logisch, dieses Buch erstmal zu schreiben und dann alles zu tun, was ich nur kann, um dahin zu kommen. Und so mache ich das mit. Ne, ich wollte ein Boot haben, jetzt sitze ich auf dem Boot. Ich wollte ins Fernsehen, um 2020 da zu bewerben. Ich war im Fernsehen. Die Medien, die zieren sich gerade noch so ein bisschen, die lest2020.de abzudrucken, aber wir brauchen da die Medien gar nicht für, um das tatsächlich doch mal einem Millionenpublikum vorstellen zu können. Ich habe da gerade eine nette Sache. Eine Gruppe ist heute entstanden, nochmal eine neue Supportergruppe für 2020, wo Leute wo wir einfach Werbematerial, was wir dann von da aus raus in alle möglichen Richtungen verteilen können. Also nicht nur auf Facebook, es ist halt das Problem, es ist bis jetzt auf alle meine Bücher, das Online-Gaming, bla bla bla, alles bisher nur auf Facebook und YouTube beworben worden ist. Da ist das relativ schwer, das dann halt eben tatsächlich ein Millionenpublikum zustellen. Aber ich weiß halt eben, warum ihr euch das auch die ganze Zeit wünscht. Das ist der gleiche Grund, warum ich mir das auch wünsche. Und mir geht's halt wirklich, ne, wenn dann nebenbei dann noch das Geld aufwirft, wunderbar, dann können wir da, haben wir Geld für coole Projekte, dass dann auch alles in die Richtung geht. Jeder Cent, der für mich seit Jahren reinkommt, hilft mir in diese Richtung. Also das gebe ich alles in diese Richtung aus. Deswegen kann ich leider nichts mehr dem Finanzamt noch geben, weil da nichts mehr übrig bleibt, weil alles in diese Richtung geht. Weil das meine Entscheidung ist, weil meine Hände, ich habe die Kontrolle über meine Hände, ich sage, was ich wohin gebe, nicht jemand anders. So, und deswegen funktioniert dieser ganze Spuk auch nicht mehr mit von wegen irgendwie meinen, man sei mein Chef oder eine Autorität über mich oder sonst irgendwas. Da kriege ich immer so, ja, genau. Komm mal runter, Bruder, und dann, ne, reden wir auf einem anderen Level weiter. Das bringt uns beide weiter. Ja, wenn euch das hier in irgendeiner Form weiterbringt, dann könnt ihr mich hier auch ein kleines wenig unterstützen, wenn ihr möchtet. Ich möchte diese Webinare, ich möchte mehr Webinare in dieser Art machen. Kleine kurze Anregungen, Erklärungen über solche Sachen. Das ist jetzt das Erste, was ich mache. Aber ich möchte die umsonst, also ich möchte das hier, dass das frei verfügbar ist, auch für Leute, die kein Geld haben. Wer mir gerne ein bisschen, ich habe ein PayPal-Konto, ich kann das da drum. Da steht zwar ein Fantasiename drunter, aber ja, muss ja Pirat, ne, was soll's, scheißegal, und dann, ja, ich setze das unter das Video für meinen Magic Hat, wer da möchte, kann ja was beisteuern, das hilft mir dann, mein Internet hier bezahlen zu können, und, ja, ne, wie gesagt, was reinkommt, geht in die Richtung.
weil ich gar keine, das ist, was ich erleben will. Ne? Ich war da, weil ich dahin wollte. Und dann habe ich, irgendwann hat es mich tatsächlich dahin getragen, wie so oft in meinem Leben ich dahin komme, wo ich hin will. Eben weil ich dann in diese Richtung gehe. Das ist logisch, ne? Das ist alles Logik. Logan. It's all Logan. Ja. Achtet auf diese kleinen Exkursionen in anderen Realitäten. Die sind genauso real. Wenn ihr euch hinterher daran erinnern könnt, dann muss das ja wohl passiert sein. Nehmt das mal für bare Münze. Alle eure Fantasiewelten, Traumwelten, die meisten Menschen, die übersehen das völlig. Und versuchen dann ihre Träume zu deuten, statt sich von ihren Träumen, beziehungsweise dem, was sie sich dann behalten davon, das in ihren Algorithmus, in ihre Suchmaske mit reinzubringen, aufgrund dessen sie in, dann vor der Nase in der weiteren Folge definitiv Abgleiche finden. Und daran siehst du dann, welches deiner Schilder grün ist und in welche Richtung es geht. Kleines Add-on, das mir gerade noch eingefallen ist, wollte ich noch loswerden. Ich mache mehr zum Thema, wenn gefragt ist. Ich freue mich sehr über Feedback, Kommentare und bla bla, weil das sind jetzt wirklich Sachen, wo es sehr viel Sinn macht, einfach weiter darüber zu reden, weil das dann immer zu mehr Bewusstsein führt. Und ich eröffne den Dialog, weil ich bin selber sehr interessiert daran, weil je klarer man das ausdrücken kann, desto leichter ist das. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mal nach vorne komme, ich muss mich mal an den Beinen jucken, weil die Mücken hier gerade nach dem Unwetter auf Mallorca gerade meinen, sie würden die Weltherrschaft übernehmen müssen. Und es juckt ein bisschen was. Aber das spielt keine Rolle. Davon lassen wir uns nicht den Tag versauen. In diesem Sinne, mit freundlichen Grüßen und dem Friedensfinger. Tschüss mit F. Macht's gut. Wir sehen uns wieder. Jetzt kannst du Leertaste drücken. Und schon bin ich wieder im Hier und Jetzt. Und dann...